Okay, moin moin, hallo und herzlich willkommen. Ich wollte euch zeigen, wie man Minecraft mit 2 10er Paysafe kaufen kann. Also mit 2 10er Paysafe auf einem bleibt Dings da, bleiben noch, wie heißt das, ein paar Euro verbleibend. So, ihr klickt einfach hier, falls es da nicht ist, einfach unter OFTs gucken. So, hier seht ihr Minecraft Beta Gift Code K Premium Mitglied. Der Marktpreis steht da 13,07 €, stimmt aber eigentlich gar nicht, aber egal. So, da könnt ihr es für 10,89 € kaufen. Die Seite verlangt. Verlangt so ungefähr 2% Provision. Zahlungsmöglichkeiten sind PayPal, Paysafe, Visa, Master und Sofortüberweisung und weitere Zahlungsmethoden. Es gibt sogar eine Service-Hotline. Da könnt ihr Service. Okay. Und hier Anleitung fürs Runterladen und so. Das ist alles normal. Ja, dann lande ich bei Minecraft.net. Echt. Oh Gott. Egal. Aber das müsst ihr. Ihr müsst auf dieser Seite, die steht dann auch. Die unten in der Description, also die Startseite, ja, und jetzt gehen wir kurz auf Minecraft.net. Hier seht ihr Login in SVGhost70. Wenn ich hier auf Profile gehe, wie man sieht, klick hier, change your password, change skin. Hier kann ich Skin hochladen, gift to you can let you have a buy any gift codes. Habe ich auch nicht. Hier kann man das gleiche machen, nur ohne Paysafe. Und gerade das ist scheiße. Custom Skills in Multiplayer. Also ja. Also, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich könnte euch jetzt höchstens nur noch zeigen, ja, wie es in-game aussieht. So, ich drücke mal auf Auswahl von Minecraft. So, jetzt klicke ich auf Login einfach. Das sind meine Accountdaten. Dann steht ja Mojang. Oh ja, und hier seht ihr alles. Es laggt bei mir ein bisschen. Ich connecte mal kurz auf den Multiplayer-Server. Der ist on. Ich klicke auf Join-Server. Und man sieht, ich bin hier auf dem Multiplayer-Server. Ja, bin ich. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo ich mich hier aufhalte. Also. Aber das. Okay. Davon wollte ich mich bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.